Freunde, ich habe für euch Produkte, die ich hätte niemals kaufen sollen. Und ich werde mit euch darüber sprechen, warum es so ist und wie ihr selbst immer bessere Einkäufe tätigen könnt. Nicht nur mehr, sondern bessere. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Hello people, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid mindestens genauso aufgeregt wie ich. Eigentlich sollte dieses Video hier heute ausfallen. Ich dachte mir aber nein. Nein, ich lasse kein Video ausfallen, denn morgen kommt mein Launch-Video online und regulär hätte ich ja heute hochgeladen am Mittwoch, aber da am Donnerstag das Video online geht, wäre es heute ausgefallen. Ich dachte mir, nee, das möchte ich nicht. Ich möchte, dass ihr trotzdem heute Abend zur regulären Zeit ein Video bekommt. Dafür gibt es dann Freitag keins, da ist dann aber das Donnerstag-Video dann für euch da. Heute, wie eben schon angekündigt, so ein paar Produkte, die ich hätte nicht kaufen sollen. Nicht, weil ich unbedingt das Geld hätte sparen wollen, ja, wobei doch, sondern einfach, weil die Produkte nicht für mich gemacht sind. Und ich glaube, dass wir als Beauty Creator eine große Verantwortung haben, diese Informationen mit auf den Weg zu geben, dass diese Hype-Produkte für bestimmte Leute sind und nicht für jede und jeden von uns. Und deswegen dachte ich mir, reden wir einfach mal ein bisschen darüber. Wie immer, ganz wichtig, wenn hier ein Produkt dabei ist, was ihr jeden Tag liebt, was ihr jeden Tag gerne benutzt, dann ist das wirklich, wirklich gut. Ich rede jetzt wirklich nur von mir und probiere das so ein bisschen zu projizieren auf euch bei anderen Produkten. Denn heutzutage durch Social Media kommt jeden Tag irgendein neues Produkt raus, irgendetwas, was man unbedingt haben muss. Und man ist selbst sehr schnell irgendwie dabei, Sachen zu kaufen, weil sie gerade jeder kauft und weil sie gerade so cool sind. Das ist halt dieses Viralitätsproblem. Hier sind Produkte dabei, die alle viral waren oder die irgendwie total viel Aufmerksamkeit bekommen haben, aber halt nicht für mich sind. Und wir starten auch direkt mit dem ersten Produkt. Und zwar ist es das hier. Das ist die Kat Von D Good Apple Foundation. Das Ding hat ja wirklich das komplette Internet zerstört. Innerhalb von wenigen Tagen, du konntest nicht mehr aus dem Haus gehen, ohne diese Good Apple Foundation zu sehen. Und die Idee dahinter ist ziemlich gut. Du hast nur dieses eine Compact-Produkt ohne diese Metallschale. Das heißt, du kannst das so zum Recyceln geben und es kann komplett recycelt werden. Wäre da jetzt dieses Fännchen mit drin, wäre es nicht möglich gewesen, das so zu recyceln, wie man es hätte eigentlich machen sollen. Die Foundation war in aller Munde und hatte wirklich, ja, alle haben sie getragen, aber man hat irgendwie, dadurch, dass es sie irgendwie erst nicht so richtig gab, dann war sie so schnell ausverkauft und wenn man dann die Möglichkeit gehabt hat, dann hat man sie einfach gekauft, ohne zu überlegen, bei mir war es zumindest so, ohne zu überlegen, ist das eigentlich die richtige Foundation für mich? Und guess what? Das ist sie nicht. Ich habe ein Produkt vergessen, was ich euch gerne zeigen würde, weil ich das vorher jetzt benutzen möchte. Und das ist das hier. Das ist ein Color Corrector von Jeffree Star Cosmetics. Habe ich schon ganz, 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 ganz lange. Den werde ich jetzt nicht benutzen, weil ich. Also. Er hat für mich halt keine Funktion. Wobei, doch, wir probieren ihn. Das ist ein lila Color Corrector. Beziehungsweise ist der so ein bisschen Fliederfarben. Und der sorgte dafür, dass wenn du so gelbliche Haut hast, die so ein bisschen ausgeglichen wird. Ich hatte den in rosa, also in so einem Aprikoton, phänomenal. Ich hatte ihn in orange, viel zu dunkel für mich. Und ich hatte ihn damals auch in dieser Farbe gekauft. Da mein Gesicht nicht so wirklich einen gelben Unterton hat, beziehungsweise ich nichts habe, was ich ausgleichen muss, war das ein Produkt, das hätte ich mir wirklich sparen können. Ich nehme jetzt nur mal ein kleines bisschen. Und das Ziel bei Color Corrector ist, machen wir mal gleich so eine kleine Color-Theorie-Party hier. Das Ziel bei Color Corrector ist es, nicht eine Deckkraft zu haben, sondern die Farbe nur auszugleichen. Ich habe es früher selber gemacht, vor allen Dingen mit diesem ganz, 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 ganz dunklen, orangenen Produkt, was viel zu dunkel für meine Hautfarbe war. Deswegen, ich benutze eigentlich nur noch so peachige, weil das für meine Farbe perfekt ist. Da ich jetzt aber nicht so unbedingt die gelblichen Töne habe, ist das nicht unbedingt das Produkt, wo ich sage, puh, das hätte ich mir kaufen müssen. Ich habe es gekauft, weil ich es damals alles zeigen wollte. Ihr seht auch, es gleicht auch alles schon so ein bisschen aus. Das Produkt macht jetzt mit der Foundation, die wir gleich benutzen, keinen Sinn. Wenn ihr Probleme habt mit so einem gelblichen, fahlen Unterton oder so einem gelblichen Unterton, dann könnte das ganz gut funktionieren bei euch. Es ist ein sehr, sehr gutes Produkt. Bei mir hat
diese Farbe aber nicht so einen großen Effekt gehabt. Kommen wir zur Foundation, denn das ist wirklich krass. Die Foundation kommt in so einem cremigen, in so einer cremigen Textur, ist aber nicht so eine Cream-to-Powder-Formulierung. Und ich nehme jetzt mal denselben Pinsel hier und nehme nur eine ganz, 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 ganz kleine Menge. Die Deckkraft ist so hoch, dass ich kaum mehr Möglichkeit habe, ein natürliches Finish damit zu erzeugen. Für jemanden, der vielleicht große Pigmentstörungen hat oder viel abdecken möchte, ist das eine sehr, sehr gute Foundation. Alle Produkte hier sind sehr, sehr gut, wirklich. Aber für mich ist das halt nicht, oder ist das halt einfach keine Foundation, wo ich sage, die hätte ich mir kaufen müssen, weil sie A, viel zu matt ist. Sie ist sehr, 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 sehr trocken, wie ich finde, wenn sie fixiert ist oder wenn sie sich selbst fixiert. Du kannst sie nur sehr schwierig zu einem natürlichen Finish aufbauen. Du kannst sie mit einer Tagespflege mischen. Aber Freunde, dann sage ich euch, wie es ist. Dann nehme ich mir gleich eine Foundation, die einfach ein bisschen leichter ist. Denn das Problem bei diesen sehr, sehr deckenden Foundations ist, dass die einen hohen Puderanteil mit drin haben. Und dieser Puderanteil legt sich immer nicht so schön auf eure Haut, wenn ihr eine unruhige Haut habt. Also eine texturierte Haut oder vielleicht auch mal eine recht trockene Haut. Meine Haut ist nicht trocken, meine Haut ist jetzt aber auch nicht super ölig und ich fixiere aber mein Make-up mit recht viel Puder, einfach damit sie langanhaltbar ist. Ich habe auch eine komplette Review zu der Foundation gemacht, also wenn sie euch interessiert oder wenn euch das Video dazu interessiert, ich verlinke euch das einmal hier oben, ist schon ein paar Tage her. Es ist eine gut sitzende Foundation, aber ich habe seit diesem Video nicht mehr dazu gegriffen. Es gab mal eine von einer Eigenmarke, die war gut, die war deutlich, deutlich besser. Die hier. Es ist halt genau wieder das eingetreten, worauf ich keine Lust habe. Dass ich jetzt hier sitze und euch Produkte zeige, die ich hätte mir nicht kaufen sollen, aber sie mir jetzt gefallen. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Wow, was für ein sinnvolles Video. Aber das kennen wir schon von mir, dass ich euch Produkte zeige, wo ich überlege, dass ich sie eigentlich nicht so gerne mochte. Und dann benutze ich sie nochmal und dann mag ich sie eigentlich ganz gerne. Okay, drehen wir das Video einfach zu etwas, dass wir über Produkte reden, wo ich gedacht habe, dass sie nicht so gut sind und ich ihnen jetzt aber nochmal eine zweite Chance gebe. Weil so gefällt sie mir ganz gut. Wow, ja, okay. Schön, dass ihr heute mit dabei wart, Freunde. Das war wieder ein. Habe ich mich wieder selbst übertroffen. Das Problem, was ich damals auch hatte, glaube ich, war, dass die kam, glaube ich, im Sommer raus und ich habe keinen Lichtschutzfaktor getragen und meine Hautfarbe hat halt absolut gar nicht gepasst dazu. Ich war viel, viel dunkler oder ich hatte Self-Tan benutzt oder so. Jetzt passt sie ja wirklich wie A auf Eimer. Die Gefahr ist dennoch dieselbe, wenn du zu viel benutzt, dann wird es einfach sehr, 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 sehr cakey. Das ist schon wirklich das Maximum, was ich tragen würde bei meiner Haut. Wenn ihr eine sehr, sehr ölige Haut habt, dann ist das okay. Ansonsten, wofür ich sie euch empfehlen kann und wofür ich sie auch immer mal ganz gerne so ein bisschen benutzt habe, die ist ja schon ein bisschen benutzt, ist, wenn ich eine sehr, sehr große Unreinheit hatte oder ein Fleckchen, was ich abdecken wollte, weil die Deckkraft halt so hoch ist und sie sehr, sehr gut hält, dass du punktuell gut arbeiten kannst. Ich habe hier jetzt beispielsweise ein kleines Pickelchen. Das kriege ich damit jetzt punktuell weg und kann es mir so ein bisschen ausblenden. Es ist natürlich jetzt für den Hals ein bisschen zu hell, kann dann aber im Anschluss einfach mit einem Bronzer rübergehen und dann ist das Ding weg. Hat sich komplett geändert, meine Meinung gerade. Ist auch manchmal okay. Passiert. Machen wir weiter. Um kurz wieder zurückzukommen zum eigentlichen Thema des Videos, Produkte, die ich hätte nicht kaufen sollen, weil sie völlig überhyped waren. Charlotte Tilbury Magic Vanish. Super gutes Produkt. Mag ich gerne. Ist aber im Preis-Leistungs-Verhältnis einfach völlig übertrieben. Mir ist das auch zu warm. Wir probieren jetzt aber mal was, weil wir jetzt eh schon völlig vom Thema hinaus sind. Wenn ich das mit diesem Lila ein bisschen mische, ob ich dann kühleren Ton. Ich erkenne es nicht. Ah, okay, das war vielleicht ein bisschen zu viel Lila. Ja, hier, schaut mal. Es ist deutlich, deutlich kühler geworden. Ich liebe die Videos, wenn ich eigentlich was ganz anderes machen wollte. Was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe das Produkt abgekühlt. In Lila ist natürlich Blau mit drin. Ihr könnt das auch mit diesen Color Correctern machen. Das ist jetzt nur die zartere Version. Dadurch wird es auch ein bisschen heller. Ich finde, hier ist es jetzt noch ein bisschen doll lila. Ich glaube, da muss man
ein bisschen üben, dass man eine gute Mischung bekommt. Aber, und das ist das Ding, weswegen ich es mit reingenommen habe, für 40 € ist mir das zu viel. Die Farbe ist extrem warm und funktioniert bei meiner Farbe halt leider nicht so gut. Die geht schon fast so ein bisschen ins Orange und sie ist überhyped gewesen. Es ist ein gutes Produkt, aber es wurde so verkauft, als wäre es der Game Changer gewesen. Und mittlerweile gibt es auch, vielleicht war es das sogar, mittlerweile gibt es sehr, sehr gute Alternativen dazu. Beispielsweise das Ding von Amazon. Ich verlinke euch das unten. Ich habe es jetzt hier gerade nicht. Das ist in der Schminksammlung, weil ich dazu einfach mittlerweile selten greife. Wo wir aber bleiben und wo wir wieder aufs Thema zurückkommen, sind die Beauty Blush Wands. A, ich mag keine matten Blushes. B, bin ich der größte Fan von dem Applikator an sich, ne? Ich habe ihn trotzdem gekauft. Und C, das ist keine Farbe für mich. Meine Hautfarbe ist nicht die Hautfarbe, die für dieses Produkt gemacht wurde. Das sieht auf den Lippen ganz hübsch aus, aber es ist sehr, 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 sehr matt. Und das muss man halt wissen. Und wenn du so ein hochpigmentiertes Produkt hast, was so matt ist und so leuchtend ist, ist das keine Farbe für mich, wo ich sage, das hätte sein müssen. Ich sehe jetzt so ein bisschen aus wie Schneewittchen gerade. Jetzt hier noch ein bisschen mit dem Schwamm lang, einfach um die Kanten so ein bisschen weiterzumachen. Versteht mich nicht falsch. Das ist halt das Problem. Das ist halt jetzt wieder genau das eingetreten, was ich nicht unbedingt wollte, weil dann der Sinn des Videos nicht so war, wie ich mir gedacht habe. Aber wobei ich glaube, es ist vielleicht für euch auch gar nicht so schlecht zu sehen, dass ich auch manchmal hier sitze und überlege, okay, was könnte ich denn machen? Und ich mich dann am Ende aber darüber freue, dass ich das Produkt zum Funktionieren gebracht habe, weil so ist das jetzt okay. Die Intention hinter dem Kauf des Produktes war aber nicht lang genug überdacht. Und wenn ich Produkte teilweise, weiß ich nicht, jetzt 1,5 Jahre habe und sie eigentlich nicht benutzt habe, weil ich davon ausgegangen bin, dass ich sie nicht benutze, dann ist es übers Ziel hinausgeschossen. Ein Produkt, da war ich aber einfach ein bisschen doof. Aber nee, nein. Nein, den Schuh ziehe ich mir nicht an, den ziehe ich Natasha Denona an. Ihr wisst es, der Concealer von Natasha Denona hat mein Concealer-Game verändert. Absolut. Ich wünschte, ich würde mit Natasha Denona für den Concealer zusammenarbeiten. Oder generell. Jetzt hat mir jemand geschickt, habst du schon mal die Color Corrector ausgetestet von Natasha Denona? Dachte ich mir, das habe ich irgendwie bei Lookfantastic oder bei Sephora nicht gesehen. Habe dann bei Natasha Denona selber bestellt, habe 20 € Shipping bezahlt. Und die Swatches waren genauso unterirdisch, grottig, mies, hundsmiserabel wie von den Concealern. Und ich dachte mir, okay, ich bin ja nicht so dunkel, deswegen könnte die C2 funktionieren. Aber nimm mal vorsichtshalber noch die C1 mit. Den C2 ich habe schon gestern korrigiert. Ich habe gestern, deswegen lag er hier, darauf kam ich auf die Idee, ich habe diesen Blush hier mit reingemacht, weil der war 1:1, das müsst ihr mir jetzt glauben, 1:1 dieselbe Farbe wie dieser Concealer. Und das ist für mich kein Color Corrector mehr, da sehe ich nämlich aus wie eine Wand. Ich habe jetzt den roten Ton mit reingemacht. Schaut mal, wie krass der Unterschied ist. Wenn ich ein Stückchen weiter aus dem Licht gehe, dann sieht man das ganz gut. Das ist eine Color Correction Farbe für mich gewesen. Und der ist jetzt ähnlich wie C2. Ich hätte also C3 nehmen müssen. Wenn ich jetzt C2 nochmal daneben mache, da erkennt ihr es, glaube ich, ganz gut. Der normale Concealer, meine eigene Mischung und C2. C2 ist mir auch schon fast zu gelb. Deswegen benutze ich den jetzt auch nicht, sondern ich benutze jetzt meine eigene Mischung und die ist wirklich perfekt geworden. Aber da ist Natasha Denona schuld, weil die Farben der Swatches einfach, ich verstehe es nicht. Wer hat diese Swatches hochgeladen und wer hat die abgesegnet? Es kann doch nicht sein, ich habe fast 150 € für Concealer jetzt für Natasha Denona ausgegeben und ich habe eine Farbe, die passt. Eine. So, den blende ich jetzt aus und jetzt habe ich einen richtig schönen Color Corrector und der funktioniert phänomenal, auch in der Farbe. Ein richtig schönes helles Under Eye. Sieht jetzt ein bisschen gelblich aus, wir fixieren das gleich und dann ist das absolut gar kein Problem mehr. Aber Natasha Denona, please, änder diese Swatches. Ich mache das ja. Ich habe ja nicht das erste Mal in meinem Leben Concealer gekauft. Ich weiß, ab und zu treffe auch ich mittlerweile nicht mehr die richtige Farbe oder gelegentlich noch nicht die richtige Farbe. Aber bei 5 Treffern, bei 5 Käufen, einen Treffer zu haben und der Treffer war der, wo ich gedacht habe, boah, der ist definitiv zu dunkel.
Das ist nicht optimal. Also geht bitte, falls ihr die Möglichkeit habt, zu Sephora und swatcht es dort. Ich weiß auch ehrlich gesagt noch nicht, wie ich dieses Video nennen soll. Fixiere einmal mit dem Coty Erstbandpowder und muss sagen, ich liebe das Make-up heute. Gut, Maxim, richtiger Profi wieder am Start hier. Ja, Freunde, heute zeige ich euch Produkte, die für mich nicht funktionieren, weil ich die nicht mag oder weil ich einfach zu doof war, das richtige Produkt zu kaufen. Aber mein Make-up gefällt mir heute gut. Come on. Ich habe aber ein Produkt. Nein, ich glaube, ich habe immer. Na, das ist das Problem, wenn ich rede. Ich kriege ja nicht direkt ein Feedback von euch und denke mir jetzt die ganze Zeit, oh, ihr findet das alles total doof. Aber vielleicht habt ihr einfach Freude daran zu sehen, wie ich verzweifle an mir selbst. Die Intention, für mich ist Make-up, es soll funktionieren. Und ich will nicht so gerne so viel rumexperimentieren, bis ich die Lösung habe. Weil ich denke mir halt, okay, das ist halt mein Job. Ich habe die Zeit, mich hier den ganzen Tag theoretisch hinzusetzen. Theoretisch. Um zu gucken, wie kriege ich Produkte zum Laufen. Ist halt aber nicht so optimal, wenn ihr dann Produkte kauft und nicht zufrieden damit seid. Okay, ein Produkt. Natascha Denona. Oh, das passt aber gut zum passt gut zum Hintergrund. Das ist der Pastel Plexiglow Highlighter. Der ist grün. Und der ist wirklich grün. Also war er zumindest. Ich übernehme keine Verantwortung mehr, was das Produkt kann. Oben ist ein ganz leichter Touch rosa, aber du gehst ja so durch einen Highlighter durch. Wenn wir über den Hatti und Becker Highlighter reden, der war ja auch so ein bisschen bläulich, aber das ist halt einfach grün. Und das ist etwas, also, ne, es gibt ja Produkte, beispielsweise der Beauty Wand hier von Charlotte Tilbury. Der ist ja, da, ne, der ist ja gemacht worden für eine andere Hautfarbe. Ich habe ihn trotzdem gekauft. Ich zeige euch gleich noch, was das noch enttäuscht. Ne? Aber ich kenne halt auch auf diesem Planeten zumindest keine Lebensform außer Frösche, die diese Farbe tragen können, ne? Und zeig mir einen Frosch, der gerne Highlighter trägt. Ich habe aber noch was anderes. Also, ne, wenn ihr da eine Idee habt, schreibt mir, was kann ich damit machen? Er ist halt auch nicht so gemacht, dass man ihn irgendwie gut auf dem Auge benutzen kann, weil dafür ist er einfach zu feinperlig. Er ist einfach nur grün. Ein Produkt, und da habe ich mich wirklich über mich selbst geärgert, weil ich echt viel Geld dafür ausgegeben habe, obwohl ich es hätte A nicht müssen und B, ich hätte es besser wissen müssen. Aber ich hatte FOMO, Fear of Missing Out. Angst davor, etwas zu verpassen. Kennen wir alle. Ihr kennt mit Sicherheit diesen Dior Blush, ne? Diesen pinken. Tolles Produkt, sehr, sehr leuchtend. Ich liebe die Farben hier gerade. Und die kamen jetzt nochmal mit Blushes aus. Und es gab nur noch die beiden. Und dann hatte ich gedacht, ach ja, die kann ich bestimmt benutzen. Freunde, die Farben heißen Berry und Mahagoni. Ich bin weder Berry noch Mahagoni als Blush. Von außen denkt man sich, okay, der hier könnte vielleicht funktionieren. Dann klappst du ihn auf und dann ist es ein dunkles Lila. Ich bin nicht die Hautfarbe für diesen Blush. Und wenn ich ihn benutze, ich zeige ihn euch, ich mache das Make-up ja eh gleich wieder weg. Die sind extrem pigmentiert und der ist extrem pigmentiert. Also, ne, und extrem dunkel. Der sieht halt dadurch, dass der so überpigmentiert ist, sieht der so grau aus. Und das ist keine Farbe an Blush, die auf meiner Hautfarbe oder heller funktioniert. Es sieht aus, als hätte ich mich geprügelt. Ich habe es jetzt übertrieben, aber auch wenn du ihn leicht benutzt, dann, ne, für 60 Euro will ich ein Produkt nicht leicht benutzen. Wenn ich ein Produkt trage, dann will ich, dass du siehst, dass ich 60 Euro im Gesicht habe. Und das ist definitiv, ne, auch wenn man ihn so ein bisschen ausblendet, es sieht aus, als hätte ich wirklich richtig einen auf die Nuss bekommen. Die andere Farbe ist natürlich, die benutze ich jetzt gar nicht erst als Blush. Ist ein wunderschönes, ja, warmes Braun. Also wenn ihr dunklere Haut habt, ist das bestimmt ein super, super toller Ton. Aber ich probiere ihn zweckzuentfremden als Lidschatten ganz, ganz leicht. Er ist nämlich extrem pigmentiert und kann den gut in die Lidfalte geben. Aber die Aussage dahinter ist, ich habe einfach nicht mitgedacht und habe ein Produkt gekauft, weil ich dachte, das ist schön und ich muss es unbedingt haben, habe aber keine Verwendung dafür. Also das ist der teuerste Mono-Lidschatten, den ich mir jemals gekauft habe. 60 Euro für eine Farbe. Come on, Maxim. Das hättest du besser wissen müssen. Jetzt probieren wir es aber nochmal. Gehen das hier nochmal mit Berry oben ein bisschen lang. Ja. Ne? Also ist jetzt die Frage, ob das 100 Euro wert war. Ich bezweifle es.
Können wir mal ganz kurz darüber sprechen, wie schnell ich einen Liner gezogen habe gerade? Also es ist ein Look, aber es ist jetzt nicht das, wo ich sage, boah, das sind ja hier bestimmt fast 300 € Make-up gewesen, ne? Und dafür ist es das definitiv nicht wert. Deswegen, zusammengefasst, Freunde, überlegt euch wirklich, ist das Produkt für euch und eure Hautfarbe und euren Hautzustand gemacht? Ja, ihr seid eins weiter. Nein, lasst es sein. Ist das Produkt ein Produkt, was ihr haben wollt, weil ihr glaubt, dass es eure Make-up-Routine wirklich bereichern würde? Ja, ihr seid eins weiter. Nein, ihr wollt es nur kaufen, damit ihr das auch habt? Lasst es sein. Das ist so ein bisschen die Intention hinter diesem Video gewesen. Das Endergebnis ist jetzt okay. Es macht mich jetzt nicht so richtig an, aber es ist alles in Ordnung. Freunde, ich hoffe, ihr hattet trotzdem wunderschöne 20 Minuten mit mir. Ich bin sehr aufgeregt. Ich glaube, ihr merkt es. Mein Gehirn macht langsam die Grätsche. Wir sehen uns morgen in meiner Story und ihr seht uns hier um. Ich glaube, 19 Uhr lasse ich das Video online kommen. Ich warte noch auf die Rückmeldung. Launch-Video Maxim X. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!